Bonfire. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Resident Evil 6. Ja, und wir spielen die Leon-Kampagne, wer die erste Folge nicht gesehen hat. Die ja die gruseligste Kampagne der vier Kampagnen sein soll. Und wir haben in der letzten Folge schon ein paar Zombies getroffen und abgeschossen. Auch unter anderem dem netten Präsident. Der wurde gleich in der ersten Cutscene erschossen. Und jetzt gehen wir durch diese Tür, denn wir wollen aus dem Gebäude fliehen. Und natürlich ist es dunkel und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man die Taschenlampe nutzt. Yeah, und wir beherrschen auch einen geilen RKO. Alter! Du Lutsche! Jetzt darf ich schon meine beiden Pillen hier fressen. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen Fähigkeitspunkten machen kann. Mal gucken. Ich hab das Gefühl, wir waren hier schon mal. Oh, hallo! Okay. Die interessieren sich gar nicht für uns. Heißt, wir sehen uns erstmal. Geht der immer um? Alter! Ja, oh, Leertaste! Mies, man muss immer was anderes drücken. So. Oh, Granat. Und schön den Kopf wegtreten, wie in Teil 5. So, wir haben ja auch mittlerweile schon ein paar Schüsse gefunden. Anscheinend interessieren sich die da draußen aber nicht dafür, wenn hier irgendwas passiert. Ah, fuck! Ich drück immer auf E, das ist das Inventar, das ist nicht gut. Hübsche Lady. Alter. Lad nach. So, immer schön die Köpfe weg. Munition sammeln. Fähigkeitenpunkte sammeln. So, da ist wieder ein Bild von dem netten Präsidenten, der nicht mehr existiert. Nun komm. So macht man Türen auf. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Ah, danke, Hannigan. Ja, das ist die gleiche Hannigan, die uns auch schon im vierten Teil begleitet hat. Hörst du mal auf hier? Man wirft nicht mit Sachen nach Leuten. Hier ist Munition. Wir müssen natürlich wieder jeden Winkel und jede Ecke absuchen. Das kennt man ja von Resident Evil. Denn überall kann Munition oder Heilung liegen. Aua! Gestolpert! Und sie stolpert mir auch noch hinterher. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was Schönes haben. Natürlich machen wir nur die Flaschen kaputt. Das Brot und so, das lassen wir einfach stehen. Okay, da geht's lang. Ich sehe jetzt hier auch irgendwie. Ach, da! Du siehst noch gar nicht so zombie-mäßig aus. In die Fresse. So, ein Kraut habe ich hier noch. Hm.
Ach, sie macht das schon. Wo? Die Helena gefällt mir irgendwie besser als Shiva im zweiten Teil. Oder Sheva. Keine Ahnung, wie die Bitch hieß. Woo, jetzt laufen wir da mal hin. Hannigan, das Tor ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Beschaffen Sie die Schlüsselkarte. Was auch sonst. Und natürlich hat der Tommy eine Axt in der Hand. Klar. Oh, und es... eher Sachen aufheben. Es gibt doch rote Kräuter. Ich habe ja in der ersten Folge gesagt, es gibt nur noch grüne Kräuter. Oder ich glaube es. Aber anscheinend gibt es auch... Ah, daraus können wir 6 Pillen dann machen. Und die können wir dann nutzen. Super. Haben wir etwas Heilung? Okay. So, dann lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Wir laden erstmal nach. Oh, da lag Muni. Hier liegt auch was. Hä? Okay. Natürlich müssen wir die Tür gemeinsam öffnen. Super! Hannigan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Alles klar, lass sie hier reinkommen. Und yeah, genau. So muss man das machen. So und nicht anders. What the fuck ist denn hier los? Extrem gut gesichert für einen College Campus. Wow. Alter. Ja, kram mir erstmal eine Adrenalinspritze in die Brust. Beeilung, Hannigan. Wir müssen hier raus. Ich hab's fast, warten Sie. Alter! Ich komme! Sie ist offen! Raus da! Los! Alter, da lagen noch Fähigkeitenpunkte. Kaum hat man ein paar Pillen, muss man die auch schon wieder verbrauchen. So. Haben wir wieder 6. Eine take ich mir noch. Wow. Einmal über den Tisch. Und hier geht's weiter. Er darf die Tür noch gerne mal ein bisschen schneller aufmachen, der gute Leon.
Alter. Also die scheinen ja doch auf Geräusche zu reagieren. Alter! What the? Du Lutsche. Und in den Kopf. Was ist das? Feier. Ah, wieder ver... Stehst doch jetzt bestimmt auf. Wusste ich's doch. Immer schön in den Scheißkopf. Und du wirst dich doch jetzt auch bewegen. Na komm. Oder nicht? Hm. Alter! Oh. Ich hab die gar nicht gesehen. Jetzt muss aufs Bein trampeln. Und auf den Arsch, Bitch. Alter. Oh, sie sind durchgekommen. Alter. Das ist ja, der blanke Horror hier. Alter, chillt mal. Ich kann auch gar nicht so gut zielen, merke ich gerade. So, hier mit der scheiß Axt, die du im Körper hast. Fähigkeitspunkte noch sammeln hier. Und ein bisschen den Nahkampf nutzen. Munition sparen und so. Jetzt sind hier auch ganz schön viele. Und zack. Also in Zielen war ich schon mal besser. Ist wahrscheinlich daran, dass ich schon ewig keinen Shooter mehr gespielt habe. So, zack und zack. Gut, hinter mir ist nicht. So, verrecke. Scheißvieh. So, Helen. Na, dann komm mal. Ja klar, ich soll jetzt durch das Ding durch, oder was? Das macht doch wieder Lärm. Oh. Ja gut, die dürften ja nicht durchkommen. Lol, wo kommst denn du her? Du Pennervieh.
Kommt hier einfach aus dem Nichts angeschissen. Und schießt doch nicht. Alter. Da gibt er mir erstmal mit seiner scheiß Axt. So. Mein Problem ist, dass ich nicht mehr viel Leben habe. Alter! So, immer schön in die Phrase treten. Alter! Alter, meine Munition geht zu Ende. Immer schön drauf da. Alter. Lol, es geht nie ab. Alter, wir müssen hier weg. Alter. Ich glaube, wir haben einen Fluchtwagen. Ja, das will ich auch hoffen. Ich habe nämlich nicht mehr viel Munition. Im Handschuhfach. Nein, nichts. Scheiße. Im Kino sieht sowas immer viel einfacher aus. Vielleicht kurz schließen. Moment. Da, der Schlüssel. Ah. Alter, scheiße. Junge. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Angeschnallt? Ja. Und gib Gummi, Junge. Kann ich das Ding lenken? Nö. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Guten Tag. Ja, sicher. Mist! Liam, Helena, ist alles in Ordnung? Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Naja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Hm. Die Abwasserkanäle. Das war ja klar. Toll. Okay. Ab nach da unten. Und das mit meinem bisschen Munition. Alter. Das geht gar nicht. Alles okay. Schön Licht anmachen. So ist fein. Ja, ja. Beeilen wir uns. Was ist los? Das hört sich aber nach was Größerem an. Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie. Wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Bio-organische Ich werde alles publik machen. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen.
Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offenzulegen verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Wie kommst du da noch drauf, Leon? Uns bleibt nicht viel Zeit. Das wird aber ein hartes so, Stück Arbeit. Das Spiel speichert. Da müssen wir ja drauf achten. Nee, ich zumindest, wenn ich deine Aufnahme beende, dass ich speichere und nicht alles nochmal machen muss. Oh, Kisten. Munition, super. Das, was ich brauche. So, dann wollen wir mal da durch. Helena, wenn Sie da drin sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. Ja, wir sind wachsam. Aber irgendwie fühle ich mich... Da muss ich lang. Hier haben wir... Oh, fuck! Da ist ja noch was. Scheiß Dreck. Alter. Auch nicht gerade gut. Kann ich da rein? Oh nein, da kommt schon einer angerannt. Wie viel die auch aushalten, das ist nicht lustig. Oh! Nein! Wie soll mit der Steuerung hier wieder klarkommen, richtig? Ich habe das Gefühl, hier fährt noch ein Zug. Oder spinne ich jetzt? Oh! Alter, wie die auch springen! Das ist nicht lustig. Alter, wie oft die mich jetzt schon mit Adrenalin vollgepumpt hat, ist ja auch schon nicht mehr witzig. Und nochmal. Oh fuck. Hä? Oh, ich habe E und Leertaste gedrückt. Ich stand doch gar nicht auf der Schiene. Sind tot. Super. Ich stand doch neben der Gleise. Ja.
viel die aushalten. Ist überhaupt nicht lustig. Ich hab lieber Munition als so eine scheiß Fähigkeitenpumpe. Hat er jetzt wenigstens ein paar Zombies umgefahren? Wie können die Züge noch fahren? Da saß niemand am Steuer. Zombie Express. Nice. Leon. Alter. Da ist wieder eine. Das ist ein Hund! Alter. Boah. Fehlt ja schon der Ontek. Hunde! Danke fürs Helfen. Die waren leicht. Alter. Und zack. Alter, in den Kisten brauchen die doch keine Fähigkeitenpunkte. Da können sie Munition reindonnen. Dann ist auch wieder was. Zack. Zack. Hut, hut. Na, wenigstens droppen die denn was. Das ist natürlich munitionssparend, wenn so ein Zug hier vorbei gedüst kommt. Ich frag mich ja, wie weit wir noch laufen müssen. Wir sind da. What the fuck? Das ist nur für ein abgemagerter Hund. Zombie. Läuft da einfach. Ah, durch. Und RKO. Alter. Und Axt in die Fresse. Pisskopf. Ich habe keine Ausdauer mehr, scheiße. Weiter geht's. Toll. Genau im richtigen Moment.
saß doch eben noch. Hallo! Kopf gegen die Wand, Junge. So gefällt mir das doch. So, einmal Fähigkeitenpunkt und einmal Fähigkeitenpunkt. Aber jetzt sind wir einmal... Da ist so ein Collector. Okay. What the fuck? Was für ein Scheißtag. Hier, Bitch. Mal alles einsammeln. Naja, gut. War nicht ganz so viele, wie ich gedacht hatte. Ich gehe mal schön am Rand weiter, falls der nächste zukommt. Kann ich mich wenigstens anlehnen. Ich habe auch noch gar nichts zur Folgenlänge gesagt, oder zur Veröffentlichungsuhrzeit. Na, die Uhrzeit, wisst ihr, ist immer so, wie ich es schaffe, aufgrund der Arbeit. Ja, und Folgenlänge, ich sag mal so, mindestens 30 Minuten. Maximal, ja. Ah, wo kommt er denn her? Ich sag mal maximal 40 Minuten. 45 Minuten. Also es werden auf keinen Fall so Folgen wie bei The Witcher. Weil das Spiel dafür einfach irgendwie nicht, meiner Meinung nach, gemacht ist. Ja, gemacht ist es irgendwie, ist Quatsch. Also das ist ein Spiel, was man auf 30 Minuten beschränken kann, die Folge. Außer natürlich, wenn ich die Aufnahme beenden will, dann werden die Folgen wahrscheinlich so lange dauern, bis ein Speicherpunkt kommt. Aber gut. Ja, gerade vom Folgenende reden. Diese Folge ist hiermit auch zu Ende. Ja, wird nämlich Zeit, dass sie endet. Denn es sind 30 Minuten vergangen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie wir uns hier jetzt durch den dunklen U-Bahn-Schacht kämpfen. Und ich muss sagen, bis jetzt ist das echt horrormäßig, das Spiel. Zwar nicht so horrormäßig wie Amnesia oder Outlast, aber es hat Schreckmomente bis jetzt. Ja, ich fühle mich so ein bisschen verlassen, vereinsamt, schwach. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr werdet diesen Weg mitverfolgen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst eine Bewertung da. Und dann haut rein.